Herzlich willkommen beim Welt im Wandel Online-Kongress. Wann haben Sie das letzte Mal so richtig herzlich gelacht? Wann haben Sie das letzte Mal zwei Treppenstufen auf einmal genommen? Und wann sind Sie das letzte Mal so richtig erholt aufgewacht? Wenn Sie darauf nicht sofort eine Antwort finden, dann könnte es sein, dass Ihr Energiekonto in die roten Zahlen gerutscht ist. Wie kommen Sie da raus? Die besten Wege, um schnell und effizient Energie zu tanken, jetzt bei Welt im Wandel TV. Und ich begrüße Dr. Ulrich Bauhofer bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen, Herr Bauhofer. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein kann. Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Sie haben ja ein spannendes Buch geschrieben, das heißt Mehr Energie. Das wäre jetzt also der passende Zeitpunkt, uns mal zu zeigen, wie das aussehen wird. Es ist noch nicht erschienen und wir haben hier trotzdem ein Exemplar, das finde ich super, Mehr Energie, geschrieben von Deutschlands bekanntestem Ayurveda-Arzt. Jetzt müssen Sie mir uns erstmal erklären, was ist eigentlich ein Ayurveda-Arzt? Also was ist Ayurveda? Ayurveda ist die älteste Medizin, die Menschheit kennt. Es ist eine Heilkunde, die ursprünglich aus Indien stammt, aber es wäre falsch, Ayurveda als eine indische Medizin zu interpretieren, denn der Begriff Ayurveda bedeutet das Wissen vom Leben. Veda bedeutet Wissen, Ayus bedeutet Leben. In der ayurvedischen Medizin geht es also darum, das Leben in die Balance zu bringen, und zwar alle unterschiedlichen Aspekte des menschlichen Lebens. Wenn wir einen Patienten als Ayurveda-Arzt oder Ayurveda-Ärzte behandeln, dann behandeln wir immer sein Gleichgewicht bzw. sein Ungleichgewicht. Und alle unterschiedlichen Aspekte des menschlichen Lebens beeinflussen uns natürlich. Also von daher gesehen ist es ganz wichtig, diese unterschiedlichen Facetten des menschlichen Lebens so zu beeinflussen, dass das ganze System immer in einer Balance bleibt. Denn das Leben ist ein Seiltanz. Und diesen Seiltanz muss man natürlich sehr, sehr delikat und sehr diffizil bewältigen. Das Leben ist kein Ponyhof. Sie sagen, dass es viele Patienten gibt, die sagen, oh Mann, vor 10 Jahren, als ich noch 30 war, da konnte ich 5 Stunden schlafen, den ganzen Tag durchackern, abends noch feiern gehen und das hat keine Spuren hinterlassen. Mit 40 sieht das dann anders aus. Sie sagen, das liegt nicht unbedingt daran, dass man älter wird. Ja, die meisten Menschen übernehmen sich einfach energetisch. Mit unserer Energie, mit unserer Lebensenergie verhält es sich wie mit dem Geld. Wenn wir permanent mehr ausgeben, als wir wieder regenerieren können, dann sind wir irgendwann mal pleite. Und genauso ist es mit unserer Energie. Wenn wir permanent mehr Energie verbrauchen, als wir wieder regenerieren können, dann sind wir irgendwann energetisch insolvent. Und das bedeutet, dass wir müde werden, dass wir unmotiviert sind, dass wir freudlos sind. Ich hatte neulich einen Patienten, der zu mir kam und sagte, Finanzvorstand eines großen internationalen Konzerns, der sagte zu mir, ich erkläre Ihnen meine Situation in wenigen Worten. Ich habe einen super tollen Job, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen kleinen Sohn, auf den bin ich mächtig stolz, ich habe gerade ein wunderschönes Haus gebaut, in meiner Garage stehen 3 schnittige Schlitten, ich verdiene viel Geld und es macht mir nichts mehr Freude. Das war die Quintessenz seiner Aussage. Obwohl von außen betrachtet eigentlich alles perfekt ist, hat er seine Lebensfreude verloren. Und der Grund war einfach der, dass er sich energetisch ausgelaugt und ausgepumpt fühlte. Und so geht es ganz, ganz vielen Menschen heutzutage, weil sie einfach nicht mehr in der Lage sind, die Energie, die sie verbrauchen, auch wieder zu regenerieren. Und alles in unserem Leben hängt letztlich davon ab, wie energievoll wir sind. Und wenn wir vor Energie strotzen, dann fällt es uns natürlich auch leicht, unsere Aufgaben zu bewältigen. Wenn unsere Energie immer mehr abnimmt, dann fällt uns das zunehmend schwer. Und gerade in einer Zeit, die so herausfordernd ist wie die jetzige, ist es natürlich ganz wichtig, darauf zu achten, unsere Energie immer wieder neu aufzubauen. Man kann sein, ohne zu haben, und man kann haben, ohne zu sein. Ich nehme an,
Die letztere Situation trifft auf viele Menschen heutzutage zu. Und unser Alltag ist nicht gerade so gestaltet, dass wir da möglichst im Gleichgewicht bleiben und dass wir Zeit haben für uns, in Introspektion zu gehen und so weiter. Und Sie wollen da ein Gegengewicht setzen mit Ihrem Buch. Mir ist aufgefallen, als ich reingelesen habe, dass es doch ganz schön wirtschaftlich formuliert ist. Ja, effizient, schnell Energie tanken und so. Also gehen Sie das Energietanken jetzt mit derselben Effizienz an, einerseits wie andererseits die Leute beim Arbeiten? Nein, überhaupt nicht. Es geht im Wesentlichen darum, die ganz grundlegenden Dinge zu beachten, nach denen das Leben funktioniert. Schauen Sie, wie ich vorher gesagt habe, Ayurveda ist das Wissen vom Leben. Und das bedeutet, es ist das Wissen von den Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Das Leben funktioniert nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, genauso wie der Straßenverkehr. Wenn wir an eine rote Ampel fahren, dann halten wir im Allgemeinen an. Wenn wir aber jetzt denken, wir halten nicht an, sondern fahren über die rote Ampel drüber, dann ist es der Ampel relativ egal. Aber wir müssen die Konsequenzen tragen. Und genauso ist es mit unserem Leben. Wenn wir fortwährend die Gesetze des Lebens missachten, dann werden wir die Konsequenzen dafür tragen müssen. Und diese Konsequenz ist hauptsächlich, dass wir krank werden, dass wir einfach unsere Energie verlieren, dass wir nicht mehr so leistungsfähig sind, dass wir einfach keine Freude mehr am Leben haben. Und es gibt einfach bestimmte Dinge, die man beachten muss. Es gibt Energiespender, die für jeden spezifisch ist. Deswegen ist es günstig, wenn jeder sich vielleicht mal grundsätzlich die Zeit nimmt und eine Energiebilanz schafft. Das heißt, dass er einfach mal schaut, was sind meine Energieräuber und was sind meine Energiespender. Und in das ist meisten interessant. Fällen das, die Energieräuber. Das erinnert mich an das Buch Die Prophezeiungen von Celestine, wo so von Leuten geredet wurde, die einem Energie rauben und andere, die einem Energie geben und so. Aber Sie meinen damit ja eigentlich was anderes, ne? Was sind Energieräuber bei Ihnen? Ja, es gibt natürlich auch Energieräuber in Form von Menschen. Ja? Wenn, das merkt man ja, wenn man mit Menschen zusammen ist und man fühlt sich danach, nach diesem Treffen ausgelaugt, dann hat man es mit einem Energieräuber zu tun gehabt. Und wenn man sich danach aber sehr motiviert fühlt und inspiriert und freudig, das war einfach ein schönes Gespräch, das war eine schöne Zusammenkunft, dann heißt das, dass man sich gegenseitig etwas gegeben hat, dass man sich befruchtet hat. Aber diese Energieräuber sind natürlich nicht nur Menschen, sondern das kann Stress sein, das kann Alkohol sein, das kann Zigaretten sein, das kann zu wenig Schlaf sein, es kann eine Krankheit sein. Eine ganze große Fülle von unterschiedlichen Facetten, die in unserem Leben eben vorhanden sind, die wir korrigieren müssen. Und deswegen ist es gut, sich mal zu überlegen, was raubt mir denn in meinem Leben Energie? Und was gibt mir in meinem Leben Energie? Und das muss man gegenüberstellen. So wie ein Konto, mit seinem Bankkonto. Wenn man merkt, das Bankkonto geht immer mehr in die roten Zahlen, dann überlegt man sich, okay, was kann ich machen? Entweder um die Ausgaben zu verringern oder um die Einnahmen zu erhöhen. Oder idealerweise beides. Also jeder Mensch hat seine persönlichen Energieräuber und seine persönlichen Energiespender. Aber ja, es gibt Energiespender, die für jeden Menschen Gültigkeit besitzen und die einfach wichtig sind, dass wir sie in unserem Leben beherzigen. Und in diesem Buch Mehr Energie habe ich einfach mal 10 Energiespender, die für jeden Menschen wichtig und essentiell sind, erwähnt. Und was man tun kann, mit diesen 10 Energiespendern sein Leben wieder energievoller und freudvoller und dynamischer und einfach lebenswerter zu gestalten. Jetzt ist es ja so, dazu komme ich auch gleich, bin ich sehr gespannt auf die 10 Wege, wie man Energie tankt. Aber vorher würde ich gern wissen, woran merke ich denn, dass mein Energiekonto in die roten Zahlen gerutscht ist? Ich kann ja nicht einfach irgendwo einen Kontoauszug ziehen. Also wie kriege ich das raus? Für die meisten Leute ist ja Anstrengung auf der Arbeit was ganz Normales.
Ja, die Arbeit, die sollte ja nicht nur anstrengend sein, sondern die sollte uns auch Freude machen. Und das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, was als Energieräuber fungieren kann, wenn mir meine Arbeit keinen Spaß mehr bereitet und ich mich da immer reinschleppen muss. Aber ich glaube, das Entscheidende, woran Sie es merken, ist, dass Sie, wie Sie es vorher schon eingangs gesagt haben, wenn Sie merken, Sie haben schon lange nicht mehr gelacht. Kleine Kinder beispielsweise lachen am Tag 450 Mal. Erwachsene Menschen lachen am Tag im Schnitt noch 15 Mal. Das heißt, im Laufe der Zeit scheint uns das Lachen ganz gründlich zu vergehen. Und deswegen ist es natürlich zunächst mal wichtig, sich zu überlegen, habe ich in meinem Leben überhaupt noch Spaß? Wenn ich am Morgen aufstehe, freue ich mich auf den Tag? Muss ich mich zu allem zwingen? Bin ich uninspiriert? Geht's mir nicht gut? Bin ich übel gelaunt? Das sind alles so Dinge. Muss ich mich zu allem zwingen? Muss ich mich zu allem aufraffen? Das sind die klaren Indizien dafür, ob ich voller Energie bin oder ob mir Energie massiv abhanden gekommen ist. Und deswegen ist es auf dieser Basis wichtig, dafür zu sorgen, dass man sich energetisch wieder auflädt. Schauen Sie, wir alle haben ein Handy. Und was machen wir, wenn das Handy, wenn der Akku leer ist, dann stecken wir den Akku wieder ein. Und wir machen es nicht, wenn er ganz leer ist, sondern wir machen es schon deutlich vorher. Wenn wir mit dem Auto fahren und wir sehen, der Tank wird leer, dann fahren wir an die Tankstelle und tanken auf. Aber wir machen das nicht mit uns, ja, mit unserem System, mit unserem Organismus. Wenn wir merken, unsere Energie geht uns allmählich verloren, dann machen wir trotzdem weiter. Und das ist der große Fehler. Aber man muss schauen, dass man seinen Tank immer wieder neu auflädt. Denn ein leerer Tank bringt sie nirgendwo hin. Ja, aber ist es denn so, dass es wirklich aktive Dinge sind, die man da unternehmen muss, um seinen Energiehaushalt wieder aufzufüllen? Das klingt ja schon wieder nach Stress. Ich dachte, es reicht, wenn man sich dann einfach mal ein bisschen hinlegt, sich mal auf die Veranda setzt und den Vögeln beim Zwitschern zuhört. Sie sind schon ein großer Energiespender. Aber ich sage Ihnen mal die entscheidenden Dinge, die für jeden von uns zutreffen. Okay. Weil das nach den Gesetzen des Lebens einfach vorgeschrieben ist. Und Nummer eins ist beispielsweise der Aspekt von Licht. Weil alle Energie auf dieser Welt kommt letztlich von der Sonne. Und wir gehen viel zu selten ans Licht. Die meiste Zeit verbringen wir im Büro oder in geschlossenen Räumen. In einem geschlossenen Raum haben wir eine Helligkeit von etwa 500 Lux, wenn der Raum gut beleuchtet ist. Wenn wir an einem schönen Sommertag rausgehen, dann haben wir etwa 120.000 Lux. Und das Licht ist natürlich ganz, ganz entscheidend, beispielsweise für unsere Biorhythmik, für unseren Vitamin-D-Spiegel, für unsere gute Laune. Deswegen streben wir ja nach draußen, wenn die Sonne scheint. Also Nummer eins ist das Licht. Dann ist es natürlich in Bezug auf das Licht auch wichtig, dass man abends es nicht zu hell macht. Warum? Weil dann die Biorhythmik entsprechend so gepolt wird, dass das Melatonin, das für unseren Schlaf wichtig ist, nicht produziert wird. Also, dass man auch abends es nicht zu hell macht. Und insbesondere Computer, Handys, Tablets, nach Möglichkeit eine Stunde, bevor man ins Bett geht, meidet, weil das Blaulicht, der Blaulichtanteil der Bildschirme verhindert, dass das Melatonin ausgeschüttet wird. Der zweite wichtige Aspekt ist Sauerstoff, also Luft, dass wir genügend Sauerstoff bekommen, weil unsere Energie, unser Energiemolekül, das nennt man ATP, Adenosintriphosphat, das ist unsere Energiewährung im Körper, die kann nur gebildet werden unter Zuhilfenahme von Sauerstoff. Also Sauerstoff ist natürlich ganz, ganz entscheidender Energiespender. Der dritte Aspekt ist Ruhe, der Schlaf. Vor etwa 100 Jahren haben die Menschen im Schnitt 9 Stunden geschlafen. Mittlerweile schlafen sie im Schnitt noch 7 Stunden. Das heißt, die allermeisten Menschen haben ein deutliches Schlafdefizit. Überlegen Sie sich bitte einfach mal, wie viele Stunden Sie schlafen müssten, damit Sie sich wirklich wohlfühlen.
Und wenn Sie feststellen, Sie schlafen jeden Tag eine Stunde zu wenig oder vielleicht zwei Stunden zu wenig, dann summiert sich das im Laufe des Jahres auf etwa 300 bis 600 Stunden. Je nachdem, muss ich jetzt eine oder zwei Stunden zu wenig da sind. Da muss ich Ihnen gleich mal eine Frage stellen. Das sind zwei beziehungsweise vier Wochen an Schlaf, die Ihnen abgehen. Da muss ich, und da muss Schlaf ich gleich mal, ist das wichtigste regenerative Instrument, das wir zur Verfügung haben. Da muss ich Ihnen gleich mal eine Frage stellen. Wie ist denn das mit dem Schlaf? Man kann ja nicht einfach jetzt sagen, oh, letzte Nacht hatte ich nur 5 Stunden Schlaf, dann schlafe ich heute mal 3 Stunden länger. Man wacht ja trotzdem um dieselbe Uhrzeit wieder auf. Und wie lange dauert das? Wie kann man Schlaf? Kann man Schlaf überhaupt nachholen? Ist das überhaupt möglich? Ja, idealerweise ist es natürlich so, dass Sie ausreichend schlafen, aber der Körper ist so plastisch, dass er natürlich sich auch wieder regenerieren kann. Aber wie wichtig der Schlaf ist, hat ein Experiment beziehungsweise eine Erkenntnis gezeigt, die noch gar nicht alt ist. Denn machen Sie sich bitte das eine klar. Von der Energie, die wir verbrauchen, verbraucht unser Gehirn 25%. Und unser Gehirn macht aber lediglich 2% unseres Körpergewichts aus. Also 2% unseres Körpergewichts verbraucht 25% der Energie. Das heißt, die Gehirnzellen haben einen unglaublich hohen Energieumsatz. Und das bedeutet, dass natürlich auch sehr viel Müll anfällt. Das sind am Tag 7 Gramm an toxischen Eiweißsubstanzen, die in unserem Gehirn erzeugt werden. Und wenn man das auf das Jahr hochrechnet, sind es 2,5 Kilo. Das heißt, unser Gehirn produziert 2,5 Kilo mehr Müll, als es selber wiegt im Jahr. Und deswegen ist es natürlich absolut essentiell, diesen Müll wieder abzutransportieren. Und das passiert nur im Schlaf, und zwar über ein System, das eben erst vor ein paar Jahren entdeckt worden ist an der Universität Rochester in Amerika. Und dieses System heißt glymphatisches System. Nicht das lymphatische, sondern da ist noch ein G davor, also das glymphatische System. Das wird aktiv, während wir schlafen. Und über dieses glymphatische System wird dieser Müll aus unserem Gehirn abtransportiert und dann schließlich über die Leber und Niere wieder ausgeschwemmt. Also es ist ganz wichtig, ausreichend zu schlafen, um wieder Energie zu tanken. Was natürlich auch in dem Zusammenhang extrem hilfreich ist, ist Meditation. Ich persönlich habe meine Doktorarbeit über eine Meditationstechnik gemacht, die ich extrem favorisiere, und ich bin ein großer Fan davon. Genau, und darüber würde ich auch gern später noch mit Ihnen reden, über die Meditation. Aber lassen Sie uns doch kurz noch mal bei den Energiespendern bleiben. Sie haben gesagt, ja, das Gehirn... Die Meditation ist natürlich ein Energiespender. Entschuldigung, wir haben eine... Entschuldigung, Herr Bauhofer, hallo, hören Sie mich? Herr Bauhofer, hören Sie mich? Sie hören mich nicht, wenn ich mit Ihnen rede. Das ist nicht gut. Wir haben gerade eine Bildstörung. Wischen Sie doch bitte mal oder halten Sie mal kurz Ihre Kamera zu und nehmen Sie dann die Hand wieder weg. Okay, gut, das reicht schon. Sie können die Hand wieder wegnehmen. Nee, okay. Jetzt ist es grün. Können Sie noch mal die Hand bitte? Davor, okay, jetzt wieder wegnehmen. Ja, okay. Das passiert manchmal, wenn man langsam einen Computer hat. Ich schalte mich jetzt noch mal groß. Es wäre gut, wenn Sie mich hören könnten, wenn ich einhaken will. Das wirkt dann sonst im Video so. Ich habe es lauter gemacht und jetzt höre ich Sie gut. Okay, gut. Ich schalte mich mal groß und stelle meine Frage noch mal. Was für mich extrem irritierend ist, ich sehe halt immer mich in einem festgefrorenen Bildschirm. Ja. Und da kann ich jetzt nichts dran ändern. Wir sind aber schon fast durch mit der Sendung. Also gut, aber bevor wir zu diesen Energie, bevor wir zur Meditation kommen, würde ich gerne noch mal bei den Energiespendern bleiben. Sie sagten vorhin, das Gehirn produziert 2,5 Kilo Müll pro Jahr. Und es ist ja nicht nur das Gehirn, das Müll produziert, sondern der ganze Körper. Auf der Liste Ihrer Energiespender, die Sie in Ihrem Buch geschrieben haben, da steht auch Detox. Also die Entgiftung oder Entschlackung oder wie würden Sie das nennen? Und die Frage ist, was kann man da aktiv tun?
Was sagt Ayurveda dazu? Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, aber vielleicht kann ich noch kurz davor sagen, was natürlich essentiell ist, neben der Ruhe ist die Ernährung. Dass wir einfach eine gute Ernährung haben, eine qualitativ hochwertige Ernährung. Und da ist es ganz entscheidend, wann ich esse. Es gibt ja im Augenblick dieses Intervallfasten, das ist eine alte, uralte ayurvedische Regel, das ist diese 16-8-Regel, das heißt, ich lasse 16 Stunden vergehen, bis ich die nächste Mahlzeit zu mir nehme, wenn ich abends gegessen habe. Und wichtig ist, dass man versucht, seine Hauptmahlzeit mittags einzunehmen, weil unsere Verdauungskraft da am besten ist. Das heißt, da ziehen wir am meisten Energie aus unserer Nahrung raus. Und abends nach Möglichkeit möglichst früh und möglichst leicht essen. Das sind essentielle Dinge. Also nach Möglichkeit nicht mehr nach 19 Uhr essen, einfach deswegen, weil die Verdauungsenzyme nicht mehr produziert werden in der Nacht und deswegen das Essen nicht mehr gut verdaut werden kann. Daher hat der Kneipp gesagt, die späten Abendessen füllen die Särge. Also achten Sie auf Ihre Ernährung, achten Sie auf gutes Essen und wann Sie essen. Das ist ganz wichtig im Zusammenhang mit der Biorhythmik unseres Verdauungssystems. Was das Detox angeht, das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt, weil wenn wir permanent zu viel essen, was wir nicht verarbeiten können, oder zu spät essen, was wir nicht verarbeiten können, dann baut sich dieser Müll auch in unserem Körper auf. Und deswegen ist so ein Detox-Programm sehr gut. Machen Sie einfach mal Folgendes, dass Sie eine Woche oder 10 Tage vegetarisch essen, dass Sie sehr viel trinken, dass Sie in dieser Zeit auf Kaffee verzichten. Wenn Sie viel Kaffee trinken, nicht von einem Tag auf den anderen auf Null gehen, sondern langsam abbauen, dass Sie darauf achten, keinen Alkohol zu sich zu nehmen in dieser Zeit und dass Sie ganz viel heißes, abgekochtes Wasser trinken, das Sie mit Ingwer versetzen können. Also Sie können den Ingwer ruhig mit in das Wasser aufkochen. Und es hat eine extrem positive Wirkung, wenn Sie über den Tag hinweg ausreichend trinken. Das ist unabhängig von dem Detox grundsätzlich extrem wichtig, weil 99% der Moleküle, die unseren Körper bilden, Wassermoleküle sind. Das allein zeigt schon deutlich, wie unglaublich wichtig Flüssigkeit, also gerade Wasser, und zwar ein gutes, möglichst mineralarmes Wasser für den Entgiftungsprozess ist und natürlich in dem Zusammenhang auch für unsere Energie, für unsere Lebensenergie. Welche Rolle spielt da der Ingwer? Wie bitte? Welche Rolle spielt der Ingwer? Der Ingwer hat eine stoffwechselanregende Wirkung und dadurch können Sie natürlich sehr viel besser ausscheiden. Ach so, also hilft dann auch beim Abnehmen oder sowas? Nee, einfach wenn Sie detoxen, also wenn Sie den Körper entgiften und reinigen wollen, dann ist es gut, wenn Sie den Ingwer verwenden, weil der Ingwer neben sehr, sehr vielen anderen sehr, sehr positiven Effekten sehr stoffwechselanregend wirkt. Und dadurch auch die nicht verarbeiteten Nahrungsbestandteile in Ihrem Körper oder Stoffwechselprodukte besser verarbeiten kann, und um sie dann zu eliminieren. Ja, gut. Jetzt habe ich in Ihrem Buch auch etwas gelesen. Sie sind ja Ayurveda-Experte, muss man sagen. Sie machen das seit langer Zeit. Und das Ganze, was Sie jetzt erzählt haben, das sind natürlich so, sage ich mal, die Alltagstipps. Aber das geht ja in Ihrem Buch so richtig ins Eingemachte. Das ist ja eine richtige Wissenschaft, ja. Da wird ja von 3 Dosha-Grundtypen geredet. Was ist das? Wo kommt das her? Wie unterscheiden sich diese 3 Typen? Das würde ich gerne noch wissen. In allen medizinischen Systemen geht es immer darum, die Balance aufrechtzuerhalten. Das nennt man in der Schulmedizin heute Homöostase, also das Gleichgewicht der Körperfunktion. Und in der ayurvedischen Medizin geht es auch nur um Gleichgewicht letztlich. Dieses Gleichgewicht wird definiert als das Wechselspiel von 3 psychophysiologischen Prinzipien, können wir sagen, oder Bioprogrammen. Und diese 3 Doshas, so heißen sie auf Sanskrit, nennt man Vata, Pitta und Kapha. Vata steht für Bewegung. Alles, was sich bewegt in unserem Körper, wenn ich den Arm hebe, wenn das Herz schlägt, wenn eine Zelle sich teilt, untersteht diesem Vata-Prinzip.
Pitta ist der Stoffwechsel, die Verdauung, die Wärmebildung, der Säure-Basen-Haushalt. Alles, was in ein System gelangt, wird von Pitta zerlegt und in den Körper wieder transformiert. Und Kapha ist die Masse, die Struktur, die uns Festigkeit gibt, die uns Stabilität gibt, die uns Ausdauer gibt. Und diese drei arbeiten immer zusammen und sollten in einer Balance sein, und zwar in einer Balance, die für jeden Menschen spezifisch ist. Es geht also nicht darum, ein Drittel von dem Vata, ein Drittel von dem Pitta und ein Drittel von dem Kapha zu haben, denn jeder Mensch ist unterschiedlich gebaut und geartet. Es geht also darum, immer die Balance herzustellen zwischen diesen drei Doshas. Und wenn diese Balance existiert, dann ist ein Mensch gesund, dann ist er voller Freude, dann ist er voller Energie, dann ist er voller Vitalität. Und darum geht es letztlich in der ayurvedischen Medizin. Sie haben vorher einen sehr wichtigen Satz gesagt. Der Satz war, dass wir uns eigentlich nicht mehr so richtig spüren. Und in der ayurvedischen Medizin mündet letztlich alles in ein Konzept, dieses Konzept heißt Satmya und Asatmya. Der Begriff Satmya heißt, Sat ist Wahrheit und Mya ist meine. Es geht also um meine Wahrheit. Einen Menschen so zu sensibilisieren, dass er spürt, was ist seine Wahrheit. Das heißt, was ist gut für ihn, was ist nicht gut für ihn. Und das betrifft alles in unserem Leben, was wir essen, was wir trinken, wie viel Schlaf wir brauchen, wie viel Sport wir machen wollen, was für einen Sport wir machen, wo wir in Urlaub hinfahren wollen, was für einen Job wir haben, welche Menschen wir gerne um uns herum haben. All diese unterschiedlichen Einflüsse beeinflussen natürlich die Balance in unserem Körper. Und deswegen ist es wichtig, diese Balance immer wieder neu herzustellen. Und es kommt letztlich darauf an, das zu tun, was für uns gut ist. Also da geht es auch wirklich um spirituelle Aspekte, muss man sagen. Man muss eine gewisse Innenschau betreiben, beziehungsweise sich im Leben überhaupt diesen Raum erschaffen, diese Zeit sich erschaffen, um diese Innenschau betreiben zu können. Und Sie haben vorhin angesprochen, wie wichtig die Meditation ist. Sie sind ja selbst schon seit langer Zeit transzendentale Meditationstrainer, sagt man, ja, oder Ausbilder. Erzählen Sie doch mal was, warum ist das so wichtig? Schauen Sie, wir leben heute in einer Zeit, die extrem hektisch ist, die extrem schnell ist, die sich immer mehr beschleunigt, die sich in einer rasanten Geschwindigkeit verändert. Und das, was wir von außen wahrnehmen, das nehmen wir natürlich auch in unserem Innen auf. Das heißt, unser Innen, unser Körper, unsere Körperfunktionen werden im Wesentlichen strukturiert und geprägt von der Qualität der Außenwelt. Das nehmen wir in uns auf und entsprechend beeinflussen wir unsere Körperfunktion. Menschen heute atmen doppelt so schnell wie Menschen vor 60 Jahren. Wir haben 1 Milliarde Menschen auf der Welt, die unter Bluthochdruck leiden. 80% der berufstätigen Bevölkerung in Deutschland kann nicht gut schlafen. Stress ist das Wichtigste nach der Weltgesundheitsorganisation, die größte gesundheitliche Herausforderung dieses Jahrhunderts. Und was nun ganz wichtig ist, wenn wir innerlich auch immer hektischer und aggressiver und unruhiger werden, dann tragen wir das natürlich wieder nach außen, beeinflussen unsere Außenwelt entsprechend, das wieder auf uns zurückwirkt. Jetzt können wir diesen Teufelskreis nur dadurch durchbrechen, indem wir mal nach innen gehen und in uns Ruhe schaffen. Und dafür ist Meditation ein ganz, ganz hilfreiches Mittel. Wie Sie gesagt haben, ich bin ein großer Fan der transzendentalen Meditation, weil die extrem einfach ist und ganz simpel zu erlernen und auszuüben. Ich habe meine Doktorarbeit da auch schon drüber gemacht vor sehr langer Zeit, wie sich das auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Und es hat sich eben gezeigt, dass in der Meditation genau das Gegenteil von dem passiert, was in einer Stresssituation passiert. Das heißt, das System kommt zur Ruhe, es entspannt sich und in dieser tiefen Ruhe, die tiefer ist als im Tiefschlaf, beginnt unser Gehirn ganz geordnet zu arbeiten. Das heißt, unser
Denken wird klarer. Die Gehirnintegration nimmt zu. Bestimmte Areale in unserem Gehirn wachsen durch die Meditation. Und das bedeutet natürlich, dass wir beispielsweise in Stresssituationen sehr viel gelassener sind, sehr viel souveräner, dass wir unsere Energie aufbauen durch all diese Maßnahmen, die wir ergreifen können in unserem Leben. Und wenn wir meditieren, dann empfinden wir wieder eine viel größere Achtsamkeit für das, was wir machen. Und darauf kommt es im Wesentlichen an. Also Meditation aus meiner Sicht, gerade in unserer heutigen verrückten Zeit, ist ein ganz wesentlicher Baustein, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und es wird uns nicht beigebracht in der Schule. Das ist blöd. Leider nicht. Ja, ja. Das wäre natürlich etwas ganz Wichtiges, dass in das Curriculum von Schulen und Universitäten und sogar schon im Kindergarten einzuführen. Ja, Sie sagten, Sie haben Ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Das heißt, Sie haben die gesundheitlichen Effekte von transzendentaler Meditation erforscht oder was haben Sie da genau gemacht? Genau. Ich habe also in dieser Doktorarbeit untersucht, wie sich die Meditation auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt, ganz spezifisch auf das Herzminutenvolumen, die Herzfrequenz, den Blutdruck. Und da hat sich eben herausgestellt, dass in der Meditation das System in eine tiefe Ruhe kommt. Und in dieser tiefen Ruhe kann sich das System natürlich wieder sehr gut regenerieren. Man hat auch festgestellt, dass durch die Meditation der Blutdruck sehr positiv beeinflusst wird, weil sehr viele Menschen leiden ja unter Bluthochdruck. Das ist mit die wichtigste Erkrankung in unserer heutigen Gesellschaft. Also durch Meditation können Sie das wunderbar wieder ausgleichen. So, Sie haben in Ihrem Buch auch in Kapitel 6 mehrere Pläne vorgestellt, wie man ganz akut, ganz schnell Energie bekommen kann. Jeweils für jeden einzelnen Stresstyp, Vata, Pitta, Kapha. Ja? Können Sie uns vielleicht so zum Schluss, so sage ich mal kurz und knackig sagen, wie kriege ich in 14 Tagen wieder so Energie, dass ich Bäume ausreißen kann und dann vielleicht auch mal zwei Treppenstufen gleichzeitig nehmen? Ja, das hängt natürlich immer davon ab, wo man beginnt, ja, der gegenwärtige Energiestatus ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich einfach mal wichtig, auf diese Basics zu achten. Das heißt, dass man wirklich mal schaut, ausreichend zu schlafen. Ja, dass man mal sagt, okay, wie viel Schlaf brauche ich, damit ich keinen Wecker am Morgen brauche? Ja, man muss sich ja auch klar machen, der Mensch ist die einzige Spezies auf diesem Planeten, die mit Wecker aufsteht. Das gibt es sonst im Tierreich nicht. Also ausreichend Schlaf ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dann, dass man einfach darauf achtet, gut zu essen, sich gut zu ernähren. Wenn Sie am Morgen aufwachen und Sie haben keinen Hunger, dann lassen Sie doch einfach das Frühstück mal weg. Und dann trinken Sie ausreichend. Und wenn Sie mittags Ihr Mittagessen zu sich nehmen, dann schauen Sie drauf, dass Sie sich nach dem Essen nicht müde und schlapp fühlen, sondern dass Sie sich energievoll und auch befriedigt fühlen. Deswegen nicht zu schwer und auch nicht zu viel essen. Viel Gemüse, viel Obst. Hat's was, genau. Ich wollte Sie gerade fragen, hat's was damit zu tun, was ich esse? Also wenn ich Kohlenhydrate esse, wenn ich hier Kartoffelbrei esse mittags oder sowas, dann kippe ich danach regelmäßig so in den Halbschlaf. Hat's was damit zu tun? Natürlich finden Sie raus, womit Sie sich gut fühlen, dass Sie sich nach dem Essen auch energievoll fühlen, weil das ist der Zweck der Nahrung. Es macht keinen Sinn, dass Sie vor lauter Energie, die Sie sich jetzt gerade zugeführt haben, vollkommen erschöpft sind und müde und gleich als erstes sich ins Bett legen wollen. Ja, das ist kontraproduktiv. Also schauen Sie, viel Gemüse zu essen ist ganz, ganz wichtig. Wenig Fleisch. Wenn Sie Fleisch essen, nicht rotes Fleisch nach Möglichkeit, sondern essen Sie Geflügel oder essen Sie Fisch und achten Sie auf die Qualität Ihrer Nahrung. Das ist also schon mal ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Ausreichend trinken, viel Flüssigkeit zu sich nehmen, Bewegung, ans Licht gehen, spazieren gehen. Auch wenn Sie jetzt beispielsweise
eine Besprechung haben, mit irgendjemand sich austauschen müssen von ihren Kollegen. Es schreibt ihr Arbeitsvertrag wahrscheinlich nicht vor, dass sie das in ihrem Büro machen müssen. Gehen Sie doch einfach mal raus, machen einen Spaziergang und Sie schlagen 5 Fliegen mit einer Klappe. Sie machen Ihre Besprechung, Sie kommen ans Licht, Sie kommen an die frische Luft, Sie bewegen sich und Sie verbessern Ihre Laune. Also das sind alles Dinge, so ganz ganz einfache Sachen, die man in seinem Leben integrieren kann. Und die größte Herausforderung besteht wahrscheinlich darin, den inneren Schweinehund zu besiegen. Wissen Sie, wenn es Ihnen besser geht, ja, dann merken Sie natürlich, dass es Kleinigkeiten sind, die Sie ändern müssen. Und das motiviert Sie auch, weiterzumachen. Wenn es Ihnen nicht besser geht, motiviert Sie das nicht. Den Schweinehund, den überwindet man am allerbesten dadurch, indem man dafür sorgt, dass es einem besser geht. Und wenn es Ihnen besser geht, dann fällt es auch viel leichter, diese Gewohnheiten zu ändern. Es geht nur darum, Gewohnheiten zu verändern. Und fangen Sie nicht gleich mit zu viel auf einmal an, sondern in kleinen Schritten. Dinge zu tun, die Ihnen leicht fallen, damit starten Sie. Und Dinge, die Ihnen schwer fallen, das stellen Sie etwas zurück. Aber auch Dinge, die Ihnen leicht fallen und die Sie dann ändern, bewirken schon etwas. Und darauf kommt es letztlich an. Das Leben sollte uns doch Freude bereiten. Dafür ist es da. Lebe dein Leben oder das Leben lebt dich, sagt man so schön. Vielen Dank, Herr Dr. Bauhofer, für dieses energetische Gespräch. Danke für Ihre Zeit und für diese vielen wertvollen Informationen. Sehr gerne. Und ich danke auch Ihnen fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Gucken Sie mal rein in dieses Buch Mehr Energie, wie wir in Balance leben. Ich denke, das ist keine schlechte Idee, sich gerade in Zeiten wie diesen mal mit sowas zu beschäftigen. Machen Sie es gut. Bis bald. Ciao.